So, bei meinem 424er wechsle ich jetzt den Diesel-Hauptfilter. Vor 100.000 Kilometern das letzte Mal gewechselt und ab 150 Kilometer pro Stunde nimmt er weniger Gas. Zuerst schraube ich, damit ich hier besser drankomme, einen 10er Schlüssel hier diesen Winkel ab. So, ich habe den Winkel jetzt einfach hier dran gelassen. Jetzt hier die Schraube ein bisschen wieder rein, weil ich jetzt oben alles reinige, damit hier nichts reinfällt. Und das reinige ich jetzt mit Bremsenreiniger. Und nutze einen alten Zahnbürste. Einfach damit hier wirklich wenig Dreck beim Tausch reinfallen kann. Ich habe das letztens schon mal ein bisschen vorbereitet, damit ich das notfalls unterwegs hätte machen können. So, mit 19er Schlüssel schraube ich das gleich ab und dann drücke ich das hier so weg und hole den hier raus. Das müsste eigentlich passen. Hier ist der Kühlerschlauch. Und hier durch müsste das gehen. Mit einem 19er Schlüssel drehe ich das jetzt hier auf. So, als erstes erneuere ich die beiden Dichtungen. Die liegen bei den Filtern dabei. Hier zwei Stück, ein kleiner und ein großer. So, die neuen Ringe sind drauf. Und jetzt muss dieser Dieselfilter hier vorsichtig raus. Und da ist Diesel drin, der darf nicht rauslaufen. Und da versuche ich möglichst wenig zu verplörren. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben die hier bei der Montage tatsächlich diesen Plastikring draufgelassen. Der muss eigentlich ab. Der dient nur dazu, dass dieser Gummiring nicht verloren geht beim Transport. Und der hätte eigentlich vorher entfernt werden müssen, aber hat ja auch so gehalten. War ja trotzdem dicht. Das ist hier der Montagering, der diesen Ring hier festhält. Und so hätte der eigentlich montiert werden müssen. Und bei den neuen Filtern ist das schon fest verpresst. Vielleicht, weil das öfter passiert. Und jetzt versuche ich aus diesem Filter, aus dem mittleren Loch, den gefilterten Diesel, hier in die äußeren Ringe reinzugießen, damit nur sauberer Diesel da reinkommt. Dafür habe ich mir hier so einen Kunststoffring gebastelt, den presse ich hier jetzt drauf aus so einem Verpackungsmaterial und dann werde ich das da reingießen. Aus dem mittleren Loch in die äußeren Löcher. Dafür werde ich jetzt noch dieses Loch hier verschließen. Auch mit so einem Transportmaterial, so einem Schaumstoff.
So. Und während ich das jetzt hier zwischendurch da reinfriemle, packe ich hier eine Plastikfolie drüber, damit kein Dreck da reinkommt. So. Und jetzt werde ich noch zusätzlichen Diesel einfüllen, bis der voll ist. Dafür fülle ich jetzt aus diesem Kanister hier Diesel in dieses saubere Glas. So, das kommt jetzt in den Filter rein. So, besser geht das hier mit einem selbstgebauten Trichter aus einer Pappe. Der muss ja auch nur einmal halten. Und jetzt kommt die Hohlschraube hier wieder rein. So, diese 19er Schraube, die muss jetzt mit 22 Newtonmeter angezogen werden. Das ist ungefähr 10 Kilogramm an einem 20 cm langen Hebel. So, kommt dieser Winkel hier wieder drauf. So. Und es ist nichts durchgelaufen an Diesel. Jetzt räume ich als erstes mal hier den Motorraum wieder auf. Und im alten Filter ist doch noch ein bisschen Diesel drin geblieben. Alles habe ich da nicht rausgekriegt. So, jetzt habe ich hier alles aufgeräumt und jetzt kommt der spannende Moment. Ob der Wagen auch anspringt. Und das alles dicht.